eingeschlafen. Gerade Pipi gemacht. Ganzen Sachen, schaut mal her. Die Sachen müssen jetzt alle hier ins Boot rein. Nein. Lilly, freust du dich? Ich will zuerst mal. Dann wollen wir mal sehen, ob du noch hier hochspringst wie damals okay, mit 16. Ja, mach ich. Edel, Wedel, sag mal. Wie ein junges Häschen. So, jetzt schnell. Du bist fit? Skopelos Hafen, da wollen wir rein. Mal sehen, wie du es hinbekommst hier. Wo geht's jetzt hin, Mädels? Zu unserem Frühstücksplatz. Hier, Mädels. Da steht unser Name drauf, oder? Ja, Phil, komm her. Ich geh aufs Sofa, das ist mein Platz. Was? Ich wollte dahin. Ich nicht wo genau sitzt der Papa? Ah, diesen Platz hatte ich für mich immer außer Korn. Ich kann schon mal Getränke holen. Pat, du kannst mit mir Patschehändchen halten. Oh, Patschehändchen halten. So, Ablegemanöver. Hier ist die Frau mit dem Plan. Hier ist die Frau mit der Waffe. Und hier hinten ist die Frau mit dem guten Hintern. Ah ja, nicht zu vergessen noch, hier der Hund, der schläft. Auf beide Seiten? Ja. Okay, auf beide Seiten. Jetzt kommt mein Einsatz. So, wir haben unsere Bucht gefunden. Hier wollen wir jetzt vor Anker gehen für einen kleinen Swim. Wir haben auch Nachbarn. Ja, diese da. Die haben, das Boot ist ein bisschen größer als unseres, aber nur ein kleiner bisschen, oder Lilly? Ja, ein kleiner bisschen. Unser Boot ist immer noch luxuriöser. Luxuriöser, absolut. Und das ist eine luxuriöse Bucht. Yeah, wow. Gehen wir jetzt ins Wasser. Thank you.
Wir sind im Hafen von Alonisos und wir haben gerade eine Polizeikontrolle von der Hafenpolizei. Und alles ist da, aber der Feuerlöscher fehlt. Und jetzt hat er mir meinen Führerschein genommen. Und muss mal gucken, was jetzt sein Vorgesetzter sagt, ob wir überhaupt weiterfahren dürfen. Thank you very much. Have a nice summer, ja? Yeah? Sorry. Yasu, bye bye. Ich habe meine Papiere zurück und 50 Euro hat mich der Spaß hier gekostet. Wir sind soeben in Stenivala angekommen. Lolo ist hier. Lele hier hinten. Und diese Frau hier, diese da, die gerade... Nicht diese, die gab es da noch nicht, sondern diese hier. Genau, diese hier. Ah, da. Die da gerade etwas dreht. Der habe ich vor über 10 Jahren einen Hochzeitsantrag gemacht. Und zwar hier. Aber nicht hier, sondern da, auf der anderen Seite. Ich zeige euch das. Und zwar an genau dieser Stelle. Das da drüben ist die Sunny Side, so nennen wir die, also die Sonnenseite. Und dann habe ich Julia gesagt, schau mal, wir müssen noch mal hier hin rausfahren. Es gibt eine kleine Sache, die ich noch gucken muss mit dem Boot. Dann habe ich mitten auf dem Wasser angehalten. Ich hatte damals ein sehr pompöses Schlauchboot und den Motor ausgemacht. Bin auf die Knie gefallen und habe um ihre Hand angehalten. Ja. Das war hier. Und seitdem gibt es noch ein paar mehr. Und ja, und Julia dreht. Jetzt machen wir uns auf die Suche nach einem versunkenen Schiff. Das soll hier in der Bucht liegen. Da hinten. Da fahren wir jetzt hin, um da ein bisschen danach zu tauchen. Und die Mädchen studieren gerade den Plan. Hier wird fleißig studiert, hier wird fleißig sauniert. Da gehen wir gleich. Wir sind Zeuge eines Schwimmwettbewerbes. Kandidatin 1, Julia Harcourt. Kandidatin 2, Fee Harcourt. Der Wettbewerb findet auf der anderen Seite statt. Die Frage ist, wer schafft es am schnellsten von hier auf dem Boot bis an Land? Ich drehe um. Es scheint ein Kopf-an-Kopf-Rennen zu sein. Hier ist Fee, hier ist Mamacita. Schauen wir mal Kopf-an-Kopf-Rennen. Da sollen sie ankommen. Wer schafft es als erstes? Wer schafft es als erstes? Wessen Beine sehen wir als erstes? Mamacita oder Fee? Und let's go, let's go, let's go. Mädels, wer denkt, ihr gewinnt? Wer als erstes am Strand? Die letzten Meter sind dabei. Und wer kommt da raus? Und dann. Julia, du sitzt hier so, wie Gott dich geschaffen hat, so wunderschön. Worauf wartest du? Und warum lachst du? Worauf wartest du? So wunderschön. Auf ein Taxi. Und wohin wird dieses Taxi uns bringen? Dieses Taxi wird uns hoffentlich in das, ich weiß gar nicht, wie es heißt, in die Altstadt bringen. In die Altstadt bringen. Also das Old Town. Old Town. Aber ich weiß nicht, wie es heißt. Okay, es geht in die Altstadt, die berühmt-berüchtigt sein soll. Ja, die angeblich aufgrund der vielen Piratenübergriffe auf den Berg gebaut wurde. Deswegen kommen wir da mit dem Boot. Also, ich sage ganz offiziell, das ist der Spielplatz mit dem nicht wahrscheinlich, sondern sicher besten Blick der Welt. Spielplatz. Blick. Thank you.
So, erfolgreich angelegt. Ganz schwammig hier, schau ich erstmal an. Aber verlockend, verlockendes Plätzchen. Da vorne geht schon die Mädels und wir wollen in dieses Café mal ein Kaffeechen trinken. Gibt es etwas, wovor du Angst hast? Ja, das eine, wovor ich Angst habe, wenn ich so krank werden würde, dass ich nicht mehr laufen kann und bettlägerig bin, davor habe ich Angst. Ich möchte friedlich einschlafen. Ich erlebe dich als sehr positiven und optimistischen Menschen. Wo kommt dein Optimismus her? Das kann ich nicht sagen. Es liegt an dir selber, ob du optimistisch bist. Wichtig ist im Leben, dass du zufrieden bist. Mit dir selbst auch. Und viele sagen immer, warum ziehst du dich eigentlich noch so schick an in deinem Alter? Dafür sage ich, ja, das gibt mir Zufriedenheit und Selbstwert. Wenn ich so alte Lumpen anziehen würde, dann würde ich mir selbst nicht gefallen. Und das ist sehr wichtig, dass man sich selbst gefällt und mit sich selbst zufrieden ist.